Einen wunderschönen guten Tag, Agnar am Start mit einer neuen Folge von Let's Develop, beziehungsweise heute etwas ganz Spezielles. Was ich heute zeige, das ist aus unserem großen Projekt, was wir auf Steam vermarkten wollen. Ich habe jetzt vom Artist einen Auftrag bekommen, dass ich hier eine Animation vom Speicherpunkt implementieren soll. Er hat mir dazu so ein Video geschickt. Wo ich sehe, wie das aussehen soll. Und jetzt drücke ich hier auf Play. Dann sehen wir hier, was eben hier passieren soll, wenn ich hier speichern, wenn der Spieler an dem Speicherpunkt speichern würde, ne? Und genau das werde ich jetzt hier implementieren. So, wir sind jetzt hier in Unity. Ich habe jetzt die notwendigen Sprites vom Teamkameraden geholt. Und wir sind jetzt hier in dem Test-Level, das ist das geheime Level, was dann die Spieler mal spielen können, beziehungsweise was man freischalten kann. Und das ist gerade sehr klein, das heißt, ich kann hier das Spiel sehr schnell starten. Und man sieht hier schon, ja, ich bewege mich hier rum. Ich schalte jetzt hier auf Stumm und da sieht man jetzt schon in-game den Ausschnitt. Jetzt werden wir hier was bitte machen. Hier ist der Speicherpunkt. Das ist ein Prefab, das heißt, das ist ein Objekt quasi, was man immer wieder verwenden kann. Ich ziehe jetzt den Speicherpunkt hier rein. Jetzt ist der hier da. Wenn ich jetzt starte, kann ich hier speichern. Das sieht man, wenn man nicht reinzoomt, sieht man hier, wie der jetzt so aussieht. Der bewegt sich auch so leicht, so schwingt der so etwas leicht. Und was ich jetzt implementieren muss, ist eben, dass der eben nicht den Partikeleffekt hier hat, sondern dass der eben diese Animation hier ausführt. Ich werde jetzt das einmal live implementieren. Ich weiß noch nicht, wie ich das implementieren soll, aber der Artist hat mir da ein Sprite geschickt. Das ist das Licht, was da im Hintergrund sein sollte. Ich werde das da jetzt rein da. Ich nehme das jetzt und hänge das jetzt da dazu. So, kommen wir auf 000. Jetzt ist die Frage, wie implementiere ich das? Okay. Ich hoffe, die Grace ist korrekt, was er mir da angegeben hat. Also dann natürlich muss ich jetzt mit dem. Okay, 2, 2, 2. Okay, das schaut schon besser aus. Wenn ich mir da das Video anschaue. Wenn ich das Video anschaue, nachher hat er das so gemacht, dass da der innere Kreis weiter vorne ist und das Licht ist quasi nur auf der Seite da. Das heißt, ich muss das da jetzt in der Z-Achsen so weit verschieben. So, jetzt haben wir es. Das ist so korrekt anscheinend. Weil dann eins hat dazu noch. Genau. So, jetzt haben wir mal das Objekt da. Schau ich mir noch, trotzdem noch. Das ist aber auch. Das ist irgendwie doch größer als das. Das ist größer. Ich weiß nicht, wie groß das ist, aber es ist. Es schaut natürlich. Ich tue mir das Icon weg. Das irritiert mich. Glaub mir. Das ist nur für die Minimap das Icon. Und den Respawn-Effekt, den tun wir mal weg. Gut, ich stelle mal die Mission nur auf 0. So, jetzt möchte er, dass wenn ich das aktiviere. Schauen wir mal genau zu. Also, der Kreis, also das. Das Licht, was es ist, das fadet da so ein. Das heißt, ich brauche da einen Fader. Schauen wir, ob ich da in die Effekte, ob ich da schon was implementiert habe, mal, sonst muss ich jetzt etwas programmieren. Schauen wir, ob in der Effektdatenbank da was dabei ist. Scripts. Sprite Fader, okay. Dann gebe ich dem einen Color Gradienten.
es ist zum Glück schon irgendwas implementiert. Das heißt, wenn ich da jetzt einmal Speed gebe und ich sage da Target Value. Wenn wir so konversiert das nicht ist, kann ich das nur einfaden lassen. Die Frage ist nur jetzt, wie schnell fadet das ein. Also ich kann jetzt da nicht auf Sekunden, auf 100 Sekunden genau das da machen. Was ich aber machen kann, ist natürlich das, dass das so halbwegs einigermaßen passt. Also das kann ich da machen. So, das Ganze ist natürlich getimed, das heißt, ich werde jetzt was brauchen, und zwar habe ich da ein Logik-Element, habe ich mir da einmal programmiert. Das habe ich da drinnen. Und zwar kriegt das ganze Objekt kriegt das an Sequenz. Schauen wir mal, wo der ist. An Sequenz, wo ist das Objekt? Okay, ich hau's jetzt auf dem Savepoint drauf. Zack, dazu. Und da kann ich jetzt Events, kann ich da jetzt, kann ich da melden. Ich mach da jetzt einmal Event. Und ich sage ihm jetzt, dass das erste, dass er da, so wieder jetzt das Objekt nehmen. Jetzt ist die Frage, wo habe ich denn das Licht? Savepoint Light, genau, so heißt das. Das heißt, ich geh jetzt da her. Aktiviert, also da zirkt es da einer und ich sage damit, dass beim Sprite Fader Z, wo ist das? Wo ist das? Habe ich noch keine Funktion da hingesetzt? Okay, ich habe keine Funktion hingesetzt. Das heißt, ich muss kurz in den Quellcode rein und schnell eine Funktion schreiben. Das mache ich jetzt alles live, weil dann seht ihr es einmal, wie das so der Ablauf ist, wenn ich da was implementieren muss fürs Team oder so, ne? Und natürlich, das Interessante ist das, der Artist hat sicher ziemliche Zeit gebraucht, bis er sich das überlegt hat und wie das alles ausschauen sollte. Okay, ich habe da noch keine Funktion gemacht. Ich mache da schon gar keine Funktion. Z-Value. Internal Float Value, habe ich dann, das habe ich noch nicht gemacht. Und da sage ich mir jetzt Target Value. Das ist gleich Value. Was ich jetzt machen kann, ist, also da sieht man, wie das Skript jetzt abgedatet wird. Und jetzt kann ich ihm sagen, dass wenn ich da jetzt Sprite Fader anwähle, dann kann ich ist da jetzt Set Value. In dem Fall sage ich ihm Set Value 1. Da. Da muss ich es einschreiben, Z-Value 1. Okay, wenn ich jetzt da beim Speicherpunkt das kann jetzt da timen, das kann ich jetzt da callen oder aktivieren. Geh jetzt da her. Und ich sag da jetzt, das muss ich jetzt auch noch machen. Weil das ist natürlich eine Sequenz und da muss ich jetzt muss ich schauen, wo das ist. Okay, da wird das Health wird da aktiviert. Light Effects aktiviert. Okay. Da. Ich sag jetzt einfach Get Component. Endsequenz, das ist das Script und dann sage ich. Mal schauen, wie die Funktion habe ich, wie habe ich denn die Quent, die Aktivierungssequenz? Ja, Startsequenz heißt die Funktion. Startsequenz, okay. Was jetzt passiert ist, wenn ich jetzt da hingehe, also da hängt natürlich jetzt da ist die Eventsequenz, was ich jetzt programmiert habe, ist einfach nur, dass ich mal dieses Objekt hole und von dem Objekt die Startfunktion da aufrufe, dass ich nachher da das Ganze und Sequenz starte. Das habe ich mir auch irgendwann einmal selber geschrieben. Okay, das ist jetzt da noch. Target Value ist jetzt 0.
wenn der Speicher noch ein Fader, zumindest einmal, jetzt fadet das einmal ein. Okay, das fadet viel zu schnell ein. Der Artist hat gesagt, das sollte zumindest 3 Sekunden dauern. Ich muss da die Speed. Das ist immer noch viel zu schnell. Nee, können wir nicht so, das ist. Müssen wir weiter oben stellen da. Jetzt genau, jetzt fadet das dann ein. Okay, das erste. Das erste haben wir jetzt gemacht von dem Video, dass quasi da das. Dass quasi das einfadet. Das zweite ist der Kreis da. Der Kreis wird richtig, richtig schnell. Der Kreis wird. Der beschleunigt für ein paar Sekunden und bleibt dann abrupt stehen. Das ist der Kreis da. Ist das, habe ich da jetzt den richtigen? Na, ist der falsche. Ist der. Ja, was denn das? Kreis war auch halt. Das ist das Objekt. Ja, da das Rotating Object. Und. Da werden wir jetzt was implementieren müssen, und zwar, dass das so beschleunigen kann. Weil was ich jetzt machen kann, ich kann zwar da hergehen. Und ich gebe ihm natürlich eine Funktion Void. Public Void, wir müssen es öffentlich machen, sonst. Set Rotating Speed. Und da gebe ich auch wieder ein Float Value ein. Da mal Rotate Speed. Das ist gleich Value. Mach, was ich jetzt da mache, ist, das beschleunigt. Target Speed. Wenn man das Standard-Argumente noch einen Fixed Update, lasse ich das. Ja, da lasse ich das natürlich wieder lab, also quasi interpolieren. Da gibt es dann einen Public Float. Gibt's noch die Alarm Speed. Die ist richtig, ist wieder wirklich 0,02. Die machen wir richtig, richtig klar. Halt, dieser Float, da gehört noch das F dazu. Ja, das muss echt richtig, richtig klar werden. Was ich da jetzt dann sage, das ist, ich tue recht gern kopieren. Also weiß ich, dass es nicht. Dann weiß ich, dass das, was ich mache, dass das so einigermaßen wichtig ist. Da sage ich dann da Rotate Speed. Rotate für das. Ja, das ist jetzt Mass F.Lerp, das ist eh schon. Das ist eh schon. So Standardwert. Also. Da gibt es zum Beispiel also die MassF, das ist so eine Klasse quasi, was einen Haufen so mathematische Funktionen hat. Weil sonst müssen die 1000 Bäume ins Mathebuch nachschauen und da mir überlegen, wie implementiert ist natürlich. Andererseits, da hätte ich dann eine Math-Library, habe ich eh. Habe ich mir eher selber gemacht, eine Math-Library, wo ich ein paar Funktionen habe. So, ja, gerade wegen Kreis und Sinus, Cosinus und solche Angelegenheiten, was man so oft in der Schule lernt. Ja. Weil ich da jetzt hab, jetzt sage ich da einfach Target Speed is Value. Und ich kann da jetzt sagen. Ja. Target Speed is Value. Machen ein Pool, ob ich das ich möchte, vielleicht das ausstellen. False. Das mache ich jetzt nur, weil ich einen Haufen Objekte habe, was eben das nicht machen sollen. Jetzt sage ich nachher noch, if. Er sollte das nur tun, wenn der Pool da true ist, dann soll er das einfach machen. Das ist dann auch ein Ding, was ich anhaken kann. Alles, was da oben public ist, also die meisten Variablen, was da oben sind, die kann ich da natürlich anwählen. Wenn ich jetzt da schaue, was wir machen, jetzt sieht man da,
Es sind da auf einmal gleich Eintragungen. Und das einzige, weil da steht jetzt Target Speed 1 natürlich. Und wenn ich da jetzt natürlich das bei jedem machen würde, dann wird jeder, jedes Objekt wieder nachher auf Target Speed 1 gehen. Ne? Das will ich aber nicht. Das heißt, es wird einfach nur der Kreis da. So wieder auf die 0,2 sollte der. In dem Fall bleibt er natürlich am Anfang so. Aber wenn ich jetzt da sage, Safe Point, da kann ich jetzt ein zweites Event hinzufügen. Ich nehme jetzt den Kreis 2. Und dann sage ich, Rotating Objekt, suche mal die Funktion. Set Rotating Speed und ich sage ihm jetzt einmal 1. Ich weiß nicht, ob das schnell genug ist. Okay. Das ist. Wenn man mit extreme Werte arbeiten, dann sieht man einen Unterschied. Genau, und da sieht man, wie sich das da bewegt. Okay. Das heißt, jetzt schau ich mal in welche Richtung, dass er sich dreht. Es geht jetzt da gegen den Uhrzeigersinn, aber im Video. Schauen wir mal, wie es im Video ist. Es geht im Uhrzeigersinn, das heißt, ich mache den Value negativ. So, mit minus 10 und ich lasse den ein wenig, ich mache den Warp Speed da ein wenig. Der beschleunigt recht schnell. Na. No. Okay, das schaut schon. Es geht schon in die Richtung. Jetzt schau mal, ob das sofort dran anfängt oder ob das erst leicht. Okay, das fängt wirklich simultan an und das Licht da, ne? Das erscheint ziemlich schnell. Das heißt, ich mach den Value doch ein wenig größer da. 0,5 und ich mach den Target Speed an 0,05. Dass die gleich ident sind. Genau. So, das ist das erste. Das nächste Objekt, was da dabei ist. Wenn ich mir das anschaue, der mittlere Kreis, da wird größer, bis er die Größe hat, dass er da ist. Das heißt. Und das Ganze dreht sich 3 Sekunden lang, dann bleibt das abrupt stehen und der wird wieder kleiner. Okay. Das heißt, wir haben da natürlich auch ein Script, da habe ich mir einmal was implementiert. Das ist der Mittelkreis da. Schauen wir mal, was. Genau. Der kriegt jetzt einen Effekt. Zwar. Ich glaube, da habe ich so ein Script, was das skaliert. Da Scale Effekt, Scale. Hänge ich dem das da dran? Script, das Gute ist jetzt, das kann ich euch da zwar. Da der Kreis, was hat der für Scale? Achso, der macht das, der bewirkt das. So. Die Endskalierung, wie groß sollte das werden? So ungefähr 1,25. Merke mal. Bleiben wir bei 1, weil sonst kommen da komische Sachen. Sieht man da, jetzt kann ich das schon so simulieren, ne? Also wenn ich da am Regler herumstirb, nachher wächst das halt da so, ne? Das heißt, das ist mir aber trotzdem noch zu klar. Ich schau mir jetzt halt das mal bei 1 und skaliere das so hin, bis das da so einigermaßen passt. Das kann ich wirklich auch noch schätzen.
Okay, 1-3, das schaut gut aus. 1-3, das schaut wirklich, das schaut richtig aus zumindest. Genau. Und was ich jetzt sagen möchte, das ist, dass... Schau mal, welche Funktionen der da hat. Vielleicht muss ich da auch Set Value. Okay, Activate ist da. Activate haben wir, wir können. Activate haben wir da und das heißt, ich mache da gar keine Funktion. Set Value. So, wie heißt die Funktion? Okay, das heißt da Value, das heißt, da muss jetzt dies dazu da. Wenn ich aber jetzt nur Value ist gleich Value schreiben würde, also das bezieht sich da auf das Objekt halt, ne? Das wird er nicht schlucken da, das akzeptiert er dann nicht. Okay, dann hängen wir das da dazu. Ich sag dir jetzt auch im Mittelkreis. Rotating Scale Grow, okay, da hat er ein Rotating Objekt. Sag jetzt Set Value 1. Schauen wir mal, was passiert. Okay, was hat er jetzt gemacht? Okay. Achso, das ist er, das sieht man echt schwer, muss ich sagen. Unterschied, den sieht man wirklich. Okay, das muss das aktiv sein, dass das geht. Okay, das muss aktiv sein. Ja, das ist natürlich, das habe ich alles schon längere Zeit implementiert. Schauen wir mal, ob es jetzt war. Okay. Das schaut wirklich so ident aus, das ist selbe Textur, dann ist das einzige, dass das... Okay, wenn sie das nicht bewegt, das... Ja, wenn sie das nicht bewegt, noch ein... Da ist aber auch Grow Speed. Grow Speed ist da auch dabei. Ich kann jetzt das Ganze natürlich da rein... selber da so testen, ich hab da jetzt ein Grow Speed. Okay, das heißt, das wächst da schon automatisch zum Target Value. Das heißt, ich lasse es jetzt aktiviert und lasse es bei 0, ne? Jetzt ist die Frage, wie schnell sollte das gehen, das kann ich nur schätzen und das da so an das hinbringen, dass das da so funktioniert. Hätte mal die Values sagen müssen. Also der Artist macht das natürlich in Photoshop oder in irgendeinem Programm. Ja, implementiert er das und rennt das dann aus. Was ich ihm jetzt da sage, das heißt, da muss ich ihm fast jetzt eine Funktion geben, andere. Kopieren wir das jetzt. Ist Set Grow Speed machen wir da jetzt. Okay, anhand vom Speed. Macht er dann das? Gibt mir genau gerade richtig, weil da kann ich mit dem Lerp jetzt nicht viel anfangen, weil wenn man sich das anschaut, da das wächst schneller als wie das dann da so zusammengeht. Das heißt, die Schrumpfgeschwindigkeit ist um einiges langsamer als wie die Grow Speed. Okay, ich gehe jetzt da her und sag da. Nicht Set Value, sondern Set Grow Speed. Und probieren wir mal 0,5 oder 0,3. Fangen wir lieber klar an. So, ich lasse das jetzt und jetzt machen wir die anderen Sachen. Time until next. Das nächste Event. Und da sagen wir Set Value dann wieder 0. Set Rotating, sagen wir wieder die 0 minus 0,2.
Und da sage ich. Und das soll jetzt ganz langsam einigen. So. Testen wir mal, schauen wir mal, was passiert. Also das fängt langsam dran an. Bleibt dann stehen und was passiert. Okay, ich hab da beim Mittelkreis Business aktivieren. Da gab es noch Puls, gab es auch noch andere Funktion, dass das pulsieren wird. Okay, es macht schon das, was es auf dem Video macht. Nur das Ganze ist natürlich viel zu schnell. Es ist viel zu schnell, was ich da mache. Ich muss jetzt das, was ich jetzt anfangen muss, das ist tweaken. Das heißt, ich muss mir jetzt so lange mit den Values herumspielen, bis das so einigermaßen passt. Die Growth Speed, das ist viel zu schnell. Macht jetzt an 0,03 und da muss ich, da gehen wir jetzt schon auf Tausendstel. Das ist, da kann ich wirklich echt nur raten, nur. Also das mit den Values ist natürlich das. Ja. Okay, das ist natürlich, jetzt schauen wir mal, wie das da jetzt. So, es fängt hier dran an. Bleibt da mal abrupt stehen und dreht sich dann wieder in die andere Richtung, okay. Dann schauen wir, das geht am Anfang, geht das sowieso schon mal gegen den Uhrzeigersinn. Dann schauen wir, ob das bei mir überhaupt gegen den Uhrzeigersinn geht. Ja, es geht gegen den Uhrzeigersinn. Es schaut schon. Bei ihm geht es schneller gegen den Uhrzeigersinn, das heißt, ich sollte fast den Innenkreis da schneller machen. Das ist der Kreis da, ist jetzt. Also, 0, weil da jetzt die Target Speed 2 ist. Schauen wir mal, was da passiert, wie schnell bewegt sind. Okay, das bewegt sich so schnell. Okay, das geht jetzt gegen den Uhrzeigersinn, den speicherte. Das kann ich jetzt öfters machen. Puh, das ist jetzt wieder, das Tweaken ist jetzt natürlich das. Die Start und das fängt sich dran an gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Dann machen wir nochmal. Ja, es fängt die dran gegen den Uhrzeigersinn. Bleibt dann stehen. Und dann immer noch, das ist, weil das am Ende der falsche Value ist. Dann am Ende minus 0,2 war das. Aber ich sage jetzt einmal 0,5, weil das hat sich da sowieso ein wenig schneller bewegt am Video. 5, das ist glaube ich ein bisschen schneller da. Genau. Ja, das Licht, der Stern dort, das ist aber auch. Ich weiß nicht, wie er das Sprite da platziert hat, aber das Sprite da selber ist aber auch einiges. Das ist, hat viel stärkere Leichtkraft auf dem Video als wir da jetzt. Aber gut, es fliegt vielleicht an meinem Monitor oder so, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen, warum das so ist. Naja, auf jeden Fall das Tweaken und die Geschwindigkeit einstellen, das kann der Artist dann auch machen. Also, das ist jetzt wirklich. Ja, also das Sprite, das fädert dann auch weg. Okay. Auf jeden Fall, es macht einigermaßen das, was da auf dem Video ist. Und
Da passiert irgendwas anders, Anna, was er mir nicht gesagt hat. Es ist. Ah, okay, der Innenkreis wird aber auch. Der Innenkreis rotiert dann auch schneller. Das ist zum Beispiel. Das ist erst jetzt da. Der Innenkreis rotiert auch schneller. Das heißt, ich gehe jetzt eine und. Der Innenkreis dem. Der fängt sofort sich dran an. Minus 0,35 ist los, ich los, sagt er ja. Dann machen wir halt das auch dazu. Das ist der Innenkreis. Ja, genau. Das zum Beispiel, das sind, dann kriege ich nachher einen Anruf oder so. Na, das passt nicht, was ich mache, das passt nicht. So, sie macht, das ist nicht gut, so, und dann frage ich mich, warum, was war's da nicht? Na, da ist der Innenkreis, der sich da auch noch dreht. Dann sage ich, na, das ist eine Arbeit von 5 Minuten oder so, das, oder so. Wenn ich mir jetzt die Zeit anschaue, wie lange das ist da, das Implementieren überhaupt. Z-Rotating Speed, dann waren da die minus 0,35. Was kann ich dafür, wenn ich nur 5 Minuten brauche und so, oder? Okay. In welche Richtung drehen sie das? Also das muss man wirklich, das ist... Okay, das dreht sich wieder in die andere Richtung. Dann machen wir halt da nicht minus 10, sondern sagen wir halt da plus 10. Da. Ja. So in etwa halt. Okay. Macht dieses Ding. Da. Anna. Speed. Boah, das dreht sich so schnell, dass man da, dass man den Rotor nicht wirklich sieht. Ich mache jetzt da, ich mach jetzt da minus 5, weil sonst sehe ich da, ich sehe da auch einen Unterschied, weil die Struktur da so fein ist. Da nochmal. Okay. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt eine spezielle Folge. Das ist ja voll schnell, das kann ich ja zwar sagen. Auf jeden Fall war das jetzt einmal so, also ich hab das einmal gesehen, wie das bei mir dann ausschaut, wenn ich da was implementieren sollte. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, da habt ihr mal was gesehen, einmal aus der Praxis, einmal Spielentwicklung. Also man kriegt ein Video. Vom Artist, also so arbeite ich am effizientesten, wenn ich ein Video kriege, wie sollte das ausschauen. Ne? Und ich probiere es halt und dann ich programmiere das halt genauso nach. Ein anderes Beispiel ist auch zum Beispiel da oben die HP-Anzeige. Ich fliege da, zeige euch jetzt also ein Spielement. Das ist zum Beispiel da das Live halt, ne? Wenn ich Leben verliere. Nachher das da habe ich zum Beispiel auch ein Video gekriegt. Wo ich sehe, wie das ausschauen sollte. Und ich habe dann auch einfach ja, das so nachimplementiert, dass es quasi so ausschaut wie auf dem Video. Da haben wir jetzt den Speicherpunkt implementiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen da. Der Bart, schreibt in den Kommentaren, was ihr davon haltet, also, ob es euch interessiert oder ja, euch eine Meinung halt. Und ich sag da jetzt Apply, wenn ich da jetzt auf Apply klicke, dann sind alle Save Points im ganzen Spiel sind noch so, also klickt da jetzt auf Apply, dann ist das übernommen worden. Also dann, und das nächste, was ich jetzt tue, ich geh jetzt da her, sag da jetzt, dass ich das fertig habe und der letzte Schritt ist das nachher noch. Das pusht jetzt aufs Git Repository, dass das dann fertig ist.
Ja, jetzt ist es noch ein online auf dem Server um. Und was ich da machen kann, ist jetzt, das kann jetzt der Artis, kann jetzt das da poolen, sie overholen auf seinen Rechner und der kann nachher dann die Werte da und die Nummern da herumspülen, so wie er sich einbüht. Meistens werde ich sie nachher nicht auskennen und mich dann anschreiben, nein, ich kenne mich nicht aus, aber es ist halt. Oh Gott. Dann müssen wir da wirklich die Values sagen und alles, also ich kann das nur hinschätzen, so. Das, weil er hat dann natürlich auch wahrscheinlich in Photoshop oder es gibt da in irgendwelche Programme oder das, weil das gemacht hat. Da hat er wahrscheinlich auch irgendein Value angeben müssen oder er hat wahrscheinlich eine Zeitlinie, eine Timeline, wo er Startpunkt und Endpunkt und das wird dann interpoliert, aber das habe ich da nicht. Das müssen wir natürlich mit den Values hintweaken. Also dann, hat mich gefreut, freut mich für Kommentare und. Es ist halt eine spezielle Folge, mal wirklich so aus der Praxis. Also dann, bis später, ciao.